Herzlich willkommen, liebe Studierende, insbesondere Herr Gebel und Frau Sandig, zu diesem kurzen Feedback-Video, das folgenden Hintergrund hat. Ich habe im letzten Semester das Seminar Wissenschaftskommunikation 2.0 gegeben. Das war eine ganz spontane Reaktion auf die Corona-Pandemie, die mich dazu veranlasst hat, das eigentlich angesetzte Seminar Sprache, Medien und Sport zu verschieben und mich stattdessen dem Thema Wissenschaftskommunikation 2.0 zu widmen, insbesondere am Beispiel der Corona-Pandemie. Das war ein ganz tolles Seminar, in dem unglaublich schöne Dinge passiert sind. Wir konnten Corinna Hennig interviewen, wir haben uns in einer Projektarbeit mit MyLab beschäftigt und jetzt ist dann im Nachgang zu diesem Seminar eine Hausarbeit entstanden. Und da das ganze Semester schon digital lief und auch dieses Seminar, ist auch diese Hausarbeit digital entstanden in Form eines Videos. Zunächst mal ist hier die ganze Playlist mit allen Input-Videos und noch ein paar anderen Dingen, die entstanden sind während des Semesters. Und hier finden wir ganz unten eben die eingereichte Hausarbeit von Erik Gebel und Laura Sandig, die sich dann mit dem Thema Science Slam beschäftigt haben. Ich klicke das hier mal an und hier gibt es einen schönen Kommentar. Bekommt ihr die korrigierte Arbeit dann mit einem Audiokommentar zurück? Und genau diese Anregung möchte ich gerne aufgreifen und möchte nicht nur einen Audiokommentar, sondern einen Videokommentar zum Video bieten. Also zunächst mal so ein paar erste Kommentare. Allein von der Aufmachung her ist es natürlich ganz wunderbar geworden. Es sind so ein paar Dinge, die wirklich vorbildlich sind, finde ich. Zum Beispiel hier diese Gliederung, die auch so gestaltet ist, dass man sich hier unten so durchklicken kann in die einzelnen Teile. Es sind die Quellen hinterlegt, da komme ich gleich noch drauf. Und noch alle möglichen Infos, also all das, was digitale Medien bieten an Möglichkeiten, wird hier ausgeschöpft, um das Ganze auch tatsächlich zu einem wissenschaftlichen Beitrag zu machen. Gut, im Seminar habe ich einen Bewertungsbogen ausgegeben, vorab für schriftliche Arbeiten, der so aussieht. Der ist eben zugeschneidert auf schriftliche Hausarbeiten. Nicht alles davon lässt sich wirklich übertragen auf das Thema Video, aber dennoch sieht man hier mal, nach welchen Kriterien ich solche Arbeiten bewerte. Es geht um die äußere Form, es geht um die Sprache, um Aufbau, Wissenschaftlichkeit und dann um Urteilsfähigkeit und Analysefähigkeit. Und zu all diesen Dingen möchte ich kurz im Folgenden was sagen. Beginnen wir nochmals mit der äußeren Form, den Vorgaben voll entsprechend und vollständige einheitliche richtlinienkonforme Zitation. Das sieht man, wenn man hier mal dieses Dokument aufmacht. Das Quellenverzeichnis, also beigeliefert im Video, war ja dann jeweils links unten immer so in eckigen Klammern der Quellenverweis, wie wir das von, wie heißt der, Rezo zum Beispiel kennen. Und hier finden wir dann die ausführlichen Quellenangaben und die sind richtlinienkonform. Und der Kennerblick sieht sofort, dass das sogar mit Zotero gemacht wurde. Und ich habe vor längerer Zeit mal hier diesen Twitter-Thread gemacht, wo ich gesagt, wenn ich sehe, dass jemand in seiner Hausarbeit Zotero benutzt hat, ist das meine Reaktion. Deswegen, yes! Endlich hat jemand meinen Appell aufgegriffen und hat mit diesem Tool gearbeitet. Und dementsprechend ist dieses Literaturverzeichnis komplett einheitlich, so wie ich es mir immer gewünscht habe. Also vielen Dank dafür. Deswegen gehe ich doch mal her und und markiere das mal. Ich habe hier Mühe mit dem Ausfüllen, sehe ich gerade. Das erlaubt mir jetzt Loom nicht. Egal. Also hier vergebe ich 3 Punkte. Wir merken uns das einfach. Wir gehen zurück und schauen uns die Sprache an. Klarer Stil, fehlerlose Zeichensetzung, Rechtschreibung und Grammatik, das fällt natürlich aus. Und insgesamt ist es vielleicht so, dass dieses Video nicht immer so exakt genau das wissenschaftliche Register bedient, wie wir es von schriftlichen Arbeiten kennen. Genau darin macht die Arbeit aber richtig, indem sie sich tatsächlich eher an
diesem besonderen Medium Video orientiert, auch tatsächlich so dieses Wissenschaftsvermittlungsformat, wie wir es von MyLab zum Beispiel kennen, erkennbar orientiert, ein bisschen einen lockereren, umgänglicheren, casual Stil pflegt. Und deswegen ist es vollkommen angemessen und es wäre doch einigermaßen eigenartig, wenn man in so einem Video tatsächlich so sprechen würde, wie man auch schreibt. Ja? Also eine gewisse Medienregisterkonvergenz können wir hier feststellen. Und das finde ich wunderbar, deswegen vergebe ich dafür auch gerne die vollen 3 Punkte. Gehen wir weiter. Klar gegliedert, logisch ausgewogen, zielgerichtet. Auch das kann ich total bestätigen. Mir hat es sehr gut gefallen, dass zunächst die Gliederung überhaupt gezeigt wurde. Das haben wir ja hier, schauen wir mal hier rein. Ne? So. Ich höre gerade, dass ich den Ton höre ich nur selbst, also ich kann dir gar nichts vorspielen. Aber hier habe ich die Gliederung mitgegeben, das finde ich wunderbar. Und auch ansonsten, wenn wir uns das mal anschauen, der Stand der Wissenschaft wird rekapituliert, allerdings gemessen aufs ganze Video nicht zu ausführlich. Und es ist immer mein Wunsch, dass für die eigentliche empirische Analyse tatsächlich der Hauptteil, also auch quantitativ der Hauptteil der Arbeit verwendet wird. Und das ist hier passiert, indem das Kapitel Science Slam linguistisch analysiert mit Abstand das umfangreichste ist. Und insofern ist die Gliederung sehr gut so. Wissenschaftlichkeit, auch das kann ich bestätigen, außer den neuesten Publikationen, schauen wir uns das nochmals an. Es ist insbesondere diese eine hier, Niemann, wo haben wir es? Also es ist vor allem diese Publikation hier aus der ZFAL und dann gibt es ja hier diesen Sammelband Science Slam von Niemann et al. Herausgegeben und das ist zweifellos der Stand der Wissenschaft, der hier sehr gut aufgearbeitet wurde. Aber auch darüber hinaus ist es auch linguistisch breit fundiert und dementsprechend hochwertig sind auch die einzelnen Analysen dann im Ergebnis. Also es wird auch die wissenschaftliche Terminologie wird korrekt verwendet und wird aber auch erläutert und dann hat es mir eben auch gefallen, dass tatsächlich dann ein bestimmtes Modell herausgezogen wurde in Anlehnung an Hanauska, was Unterhaltung ist und das wurde dann systematisch angewendet auf diese Videos, aber auch andere Dinge, die wir im Semester besprochen hatten, wie zum Beispiel Vermittlungsstrategien von Niederhauser, wurden hier systematisch aufgearbeitet. Und deswegen vergebe ich auch hier gerne 3 Punkte und hier die eigenständige Analyse der Thematik, Nennung der wesentlichen Punkte, Finden einer passenden, klaren Fragestellung. Hier vielleicht ein ganz kurzer Kommentar. Die Fragestellung in dem Video lautet Show oder Wissenschaft. Das ist ein bisschen plakativ. Und auch hier würde ich sagen, das ist dem Format Video vollkommen angemessen, weil es hier vielleicht auch darum geht, auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor zu liefern. Und das Video ist ja öffentlich auf YouTube zugänglich. Und die Hoffnung ist ja, dass es vielleicht jetzt nicht nur ich als Dozent und auch nicht nur die Kommilitoninnen aus dem Seminar, sondern hoffentlich auch eine größere Öffentlichkeit sich anschauen werden. Es gibt ja schon 367 Aufrufe und es werden hoffentlich noch mehr. Deswegen ist diese Plakativität in Ordnung. Dennoch würde ich sagen, in einer schriftlichen Arbeit, und das ist wirklich nur, das ist keine Kritik an diesem Video, wohlgemerkt, aber einfach noch ein Kommentar, wenn es eine schriftliche Arbeit werden sollte und zum Beispiel zu einer Examens- oder Bachelor- oder Masterarbeit ausgebaut werden sollte, dann würde ich diese Frage Show oder Wissenschaft so vielleicht nicht stellen, ja, sondern in der Wissenschaft geht man dann üblicherweise den Weg, dass man nicht so eine selber normativ aufgeladene Frage stellt, sondern dass man ein bisschen zurückhaltender formuliert, was sind, welche Rolle spielen Show-Elemente im Format Science Slam und so weiter. Und man kann vielleicht schon so eine Art Kriterienraster entwickeln, dass man so eine quantitative Aufstellung machen kann, in welchen
Passagen überwiegt Showcharakter, wo überwiegt Wissenschaftlichkeit, um dann zu einem abgewogenen Urteil zu kommen. Das hat das Video so nicht gemacht, was vollkommen in Ordnung ist, aber wenn das jetzt in eine Publikation münden sollte, in einer Fachzeitschrift, dann müsste man wahrscheinlich da ein bisschen zurückhaltender und weniger normativ argumentieren. Gut, wenn es um die empirische Analyse geht, da habe ich einen einzigen kleinen Kritikpunkt. Und zwar ist es hier so bei Minute 17:20. Hier wird gezeigt, dass diese Science-Slammerin, die erklärt mal ganz kurz, was wie Marmor entsteht und erklärt das so locker flockig. Man drückt irgendwas zusammen und fertig ist der Marmor oder so ähnlich. Und dann wird das hier verglichen mit dem, wie es denn in der Wikipedia heißt, also wie tatsächlich das die wissenschaftliche akzeptierte Fassung dieses Wissens wäre. Und diese Transformationsstrategien, die werden hier als von Laura Sandig als Beispiel für Abwechslung präsentiert. Irgendwo haben wir das hier. Ich weiß es nicht, ich finde es gerade nicht. Jedenfalls, da heißt es dann, das wird unter Abwechslung einkategorisiert. Und es trifft, glaube ich, nicht ganz das, was mit Abwechslung gemeint ist. Abwechslung meint ja sozusagen, dass zwischen verschiedenen Stilebenen, zwischen verschiedenen inhaltlichen Bereichen oft gewechselt wird, dass es nicht eintönig wird. Und hier hat es den Eindruck, dass sozusagen der Wechsel, also der Transformationsprozess als Abwechslung beschrieben wird. Das ist eine kleine terminologische Ungenauigkeit. Das wird später wieder ausgeglichen im Video, weil es später sehr wohl Passagen gibt, wo die Abwechslung, wie es Klein und Hanauska gemeint haben, ganz korrekt analysiert wird. Deswegen fällt es nicht weiter ins Gewicht. Aber irgendwo will ich ja auch was zu mäkeln haben. Ansonsten wird hier sehr minutiös und detailliert empirisch analysiert. Und es wird so umgesetzt, wie es im Rahmen eines Videos eben möglich ist. Ja? Also auch mit Zitationen, Einblendungen von Videoschnipseln. Die Videomachenden haben sich ja sogar die Mühe gemacht, die Science Slammerinnen zu kontaktieren und die Rechte einzuholen dafür, dass sie diese Videos verwenden dürfen. Dass das ganze Video, das möchte ich ausdrücklich nochmals betonen, hier unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde, das ist tatsächlich Best Practice und zwar natürlich wird auch dieses Video, was ich hier gerade produziere, unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Also ich kann hier also frohen Mutes und auch mit einer gewissen Genugtuung, weil ich wirklich begeistert bin, was dieses Seminar an neuem Wissen hervorgebracht hat, hier überall die volle Punktzahl geben und benote die Arbeit also sehr gerne mit 1,0. Ein letztes, hier ganz am Schluss kommt sogar noch die Selbstständigkeitserklärung. Ich kann es jetzt hier nicht vorspielen, aber alle, die das Video noch nicht gesehen haben, müssen sich zumindest das hier angucken. Also da habe ich wirklich am lautesten gelacht, mal ganz unabhängig vom dem wissenschaftlichen Gehalt des Vorigen, also das ist vom Unterhaltungscharakter her mit Abstand die großartigste in diesem Video. Herr Gebel, Frau Sandig, ich danke Ihnen sehr herzlich und ich hoffe, dass ich mit diesem Feedback-Video ein bisschen auf Augenhöhe mit Ihnen den Ball zurückspielen konnte. Vielen Dank und tschüss.